Servus Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe ja schon mal einen Aquarium-Vlog gebracht und die Präsentation von meinem Aquarium. Heute kommt Aquarium-Vlog 2, das mache ich so alle paar Wochen mal jetzt. Ich habe so eine Panzerwelze. Die werde ich heute mit euch zusammen reinsetzen und nochmal ein kleines Update auch nochmal machen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, wir haben den Vulkan rausgesetzt, weil der Farbe verloren hat. Mache ich noch dann nochmal den Namen in den Chat rein, damit ihr euch dann nochmal anschauen nochmal könnt. Dafür haben wir jetzt so ein Holzding. Hallo Plati. Diese Panzerwelze haben wir zwei neue Stück hier drinnen. Die werden wir noch gleich rausholen. Jetzt machen wir erstmal zusammen das Licht aus hier. So, und ich mache eine kurze Pause und mache kurz das Dach ab und dann melden wir uns wieder. Bis gleich. So, Dach ist ab, wie man hier sehen kann. Die Pumpe pumpt noch, alles sehr schön. So, jetzt werden wir zusammen mit dieser Schere hier den Beutel hier vorsichtig aufschneiden. Schön, wartet kurz, dauert kurz. Ach, scheiße hier. Entschuldigung, ich melde mich nochmal gleich wieder. Es ist gerade ein bisschen schwierig. Entschuldigung, dass ich kurz weg war, aber jetzt. Sekunde. So. Hier sind die zwei neuen Bewohner. So. Stellen wir hier kurz hin. Beim Aquarium. Jetzt brauchen wir nochmal die Schere. Wo habe ich die jetzt hingelegt, die Schlauberger hier? So. Das hier durch. Blöde Schere, Sekunde. Ich muss die andere Hand nehmen. Wir können jetzt ein bisschen das Aquarium anschauen. Ich muss gerade hier, ich melde mich nochmal gleich wieder. So, das Gummi ist ab. So, dann melde ich mich gleich nochmal, wenn alles soweit hängt und dann erkläre ich nochmal ein bisschen was, ja? So, jetzt haben wir das da drinnen hängen. Jetzt bräuchte ich Sekunde. Tut mir jetzt kurz leid. So, das haben wir mit zwei Wäscheklammern befestigt. Dann können sich unsere Mitbewohner hier da gerade chillen. Sich ein bisschen an das Wasser gewöhnen. Und ja, ein bisschen nochmal zu meinem Aquarium. Wir haben einen Filter von, kann man das sehen? Eheim. Ja, leider sind schon zwei Panzerwelse gestorben, deswegen haben wir jetzt zwei neue geholt. Ja, nachher zeige ich euch vielleicht auch noch was, weil wir haben so einen Speziellfallfisch hier drin, den ich seit mehreren Tagen schon nicht mehr sehen kann, aber ab und zu sehe ich den quasi noch. Und ja, hier haben wir noch auch ein neues, so Gras wächst da unfucking fassbar schnell. Und ich melde mich dann nochmal gleich, wenn wir da neues Wasser reinmachen. Bis gleich, Jenny. So, jetzt habe ich mir so mein Aquariummessbecher geholt. Das nehme ich schon immer dafür. Und jetzt nehmen wir es hier so ein bisschen. So, ein bisschen halt. Ein bisschen zu viel. Und dann geben wir es da rein. So, ist da schon ein bisschen mehr Wasser drin. Manchmal sind die richtig verrückt, keine Ahnung warum. Ja, ich melde mich nochmal in ein paar Minuten, wenn das dann auch mal wieder neues Wasser rein kann. Und dann können wir auch schon die Fischis reinsetzen. Bis gleich, Jenny. So, in der Zeit, wo sich die Panzerwelse nochmal ein bisschen dran gewöhnen und die anderen Fische schon mal da ein bisschen schauen, kommt nachher noch diese eine Pflanze hier vorne raus und eine da weiter hinten, weil die sind nicht mehr ganz so gut. Und dann bekommt für vorne diese kleine da rein, sieht gerade ein bisschen doof aus. Und diese eine etwas größere, das sieht nur auf dem Bildschirm gerade so braun aus, aber in echt ist es eigentlich komplett grün. Ja. Sonst haben wir eigentlich nichts Neues. Ja, den Vulkan haben wir deswegen rausgenommen,
Man hat Farbe verloren, also Lacksplitter oder keine Ahnung, was das war. Und das ist natürlich schädlich für die Fische. Deswegen haben wir den rausgenommen und einen neuen großen Baumstamm hier hingesetzt, wo die auch durchschwimmen können. Ja, den Link packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch den anschauen. Ich empfehle euch, den nicht zu kaufen, außer ihr wollt eure Fische umbringen. Weil das nehmen die natürlich als Essen, weil das sind auch so kleine, halt flache Scheiben vom Vulkan. Und so sieht halt auch ihr Essen aus. Schaut gerade ein Wels bei den anderen zwei Welsen vorbei. Ja, sonst von den Platys habe ich immer noch 7 und von den Neons habe ich immer noch 17. Und dann jetzt, wenn diese zwei drinne sind, dann habe ich 17, was laber ich? 4 Panzerwälze. Und das soll auch dann erstmal so Sachen bleiben. Hier soll ich euch gerade eben schon zeigen. Ich war gerade los und habe woanders hingesagt. Also keine Ahnung. Hier haben wir ein 3-Bodenschütze-System. Der filtert einfach besser. Ja, Finger. Das hier und das ist noch so ein anderer Sand, der ist nur ganz dünn, die Schicht. Es ist so ein spezieller 3-Bodensystem. Und hier oben ist einfach noch normaler Schotter, den man auch beliebig wählen kann. Diese weißen Dinger hier, die sind überall im Becken, das sind für die Pflanzen zum Düngen. Ansonsten benutze ich, kann ich mal kurz schauen. So, Wassertest, die sind eigentlich relativ easy, wie halt ihr Name schon da ist. Pflanzendünger, Wasseraufbereiter, BZW und so weiter. Für die Welse benutze ich das hier. Können wir mal kurz aufdrehen. Bin ich so zu dumm dafür. So. Das sind so etwas schwerere. Die halt hier so auf dem Boden dann liegen. Damit die Wälse, weil die schwimmen nicht so gerne nach oben. Und für die Neons und Platys haben wir was Leichtes. Die schwimmen dann halt auch nach oben und nach unten, wie die halt lustig haben. Das sind so kleine Flakes, die muss man noch klein bröseln. Dann kann man die hier oben quasi drauflegen und dann schwimmen die da rum und dann bin ich nach so 3, 5 Minuten nicht weg sind, dann muss man das Rest wieder raus keschern. Mit denen hier zum Beispiel, halt nur zum Beispiel jetzt auch. Ansonsten haben wir jetzt eigentlich so nichts Neues im Aquarium. Ja. So eine Physik für sich immer mit einem Aquarium, Wasseraufbereiter und alles. Ich melde mich gleich nochmal und dann machen wir mal zusammen einen Wassertest. Bis gleich. So, das ist diese easy Wassertest. Ich weiß, wir haben nicht mehr ganz so viele. Haben uns aber schon welche nachgekauft, wo wir auch die Fische geholt haben. Und hier kann man halt dann sehen gleich, was halt gut und was schlecht ist. Halt dieser Streifen hier, den muss man 3 Sekunden im Wasser komplett hin und her schwenken. So. Muss man den ein paar Mal ausschütteln. So, dann muss man den kurz liegen lassen. So ein Minütchen. Und dann können wir auch schon. Danach glaube ich, Kamera, Fokus, Kamera, Fokus, meine Güte. Dann können wir auch Fokus, hallo? Na, Fokus ist im Hintergrund, Junge, ich will nicht den Hintergrund. Meine Güte, ey, das geht ja gar nicht hier. Ja, ich melde mich dann gleich nochmal, wenn das Test fertig ist. Bis gleich. So, jetzt ist sogar 1 Minute vorbei. Jetzt können wir hier einmal checken. Das Ganze hier oben ist so 25. Oh, geiler Fokus. Das ist noch okay, aber jetzt halt wegen auch dem neuen Wasser ist nicht so gut. Aber es wird noch im Laufe der Zeit wieder besser.
Wegen den Wasser gerade. Das hier ist auf 0, das ist perfekt. Das hier ist immer noch alle drei da so zusammen. Das ist auch noch perfekt. Das Grüne ist ungefähr da so. Das ist auch ganz gut. Wir sind da auch so ein bisschen. Das sieht ganz gut aus. Das Rote liegt so. Da ist auch noch im okayen Bereich. Und das Gelbe ist Chlor. Das muss immer bei 0 liegen. Ja, liegt aber 0. So perfekt. Haben fast gute Wasserwerte bis auf das ganz oben. Das liegt bei 25. Aber das ist auch noch okay. Dann melde ich mich gleich wieder, wenn die Fische reinkommen. Tschüssi. So Leute, jetzt bin ich schon mittlerweile da dran, gerade mit einer Hand das Handy zu halten. Spektakulär. Und mit einer Hand den einen schon mal reinzusetzen. Ist gerade ein bisschen schwierig, aber willkommen in deinem neuen Zuhause. Kamera Fokus. So, ich versuche jetzt gerade den zweiten hier einzufangen. Entschuldigung, wenn ich gerade nicht so ganz den Bildschirm treffe. Ja, ist halt schon drin. Nee, ist auch nicht. Ist gerade echt ein bisschen schwierig, hier die Kamera und dahin zu schauen. Entschuldigung, wenn das jetzt gerade nicht so ganz gut ist, aber ich versuche. Ich glaube, jetzt habe ich ihn. Hoffe ich zumindest mal. Und es sieht ganz gut aus. Und er ist drinne. Aber er will nicht raus, er will nicht raus. Da hinten ist er jetzt. Ja. Wir haben es geschafft. Ich melde mich dann gleich nochmal mit den neuen Besuchern. So, jetzt sind die schon mittlerweile ein paar Minuten drinnen. Haben sich schon ganz wohl gefühlt hier. Jetzt habe ich so vier von diesen Dingern. Pro Wels, pro Panzerwels, ein so ein Ding. Müssen wir jetzt hier. Können wir das da hinlegen? Die können sich das dann holen. Muss ich kurz meine Hand abtrocknen. So. Und ich melde mich dann mal gleich wieder, weil ich noch meine Hand abtrocknen muss. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Futter davon. So ein paar Flakes. Können die dann da reinmachen. Und dann können wir die da so klein machen. Und ich melde mich noch mal gleich wieder. So, jetzt habe ich die gerade gefüttert, weil es war gerade, jetzt muss ich gerade so ohne Kamera machen, weil die Neons, die mögen das Kleine gerne unten. Das muss ich dann auch so ein bisschen nach unten, weil die kommen nicht gerne nach oben. Und ich fütter die gleichzeitig, also für die Platys gebe ich dann quasi oben so ein bisschen rein. Und unten dann für die anderen, damit die separat essen können. Haben jetzt auch nicht genug Essen gegessen. Und ja, ich melde mich gleich nochmal mit ein paar Informationen, sonst hoffe ich, hat euch das gefallen. Lasst gerne ein Like da. Und ja, wie gesagt, ich melde mich nochmal gleich. Nochmal bis gleich. Bis gleich. So, jetzt nochmal ein paar Informationen. Ja, es kam jetzt ein paar Tage kein Video mehr, weil, also jetzt nur ein Tag, weil ich es einfach selten nicht geschafft habe. Entweder Dienstag oder Freitag kommt wieder ein neuer Trainspotting-Teil. Versuch zumindest, wenn nicht, kommt nochmal ein Aquarium-Vlog, den ich aber eigentlich alle paar Wochen mache, weil so viel gibt es da auch wieder nicht. Mittlerweile haben wir da hinten die neue Pflanze eingesetzt, auch schon. Und hier vorne die neue. Die haben das Holzding da gerade nur ein bisschen dran gemacht zur Stabilisierung, weil die noch nicht so ganz drin ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und einen Kommentar. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder auch Woche, und genießt sie noch und haut rein und ciao.